Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen hier beim Taurin unter den deutschen Pen and Paper Streams live auf Twitch. Hier bei Pen and Paper. Es ist ein wunderschöner Samstag, den man eigentlich draußen verbringen sollte in der Sonne. Oder man published heute einfach sein erstes Spiel. Oh, oh. Handy nicht ausgemacht. Das war unsere eigene Benachrichtigung. Yes. Man published vielleicht heute einfach auch sein erstes Spiel, was man sich selber ausgedacht hat und mit Hilfe seiner guten FreundInnen zusammengestellt und fertiggestellt hat. Und spielt es dann hier. Und das natürlich in Begleitung von The Great Lisa. Warte, schön, dass du dabei bist. Kannst du noch Soundboards benutzen? Bitte benutze alle Soundboards. Ich lasse es. Hallo, ich bin auch hier. Richtig nice, Lisa. Ich würde auch lieber mit einem Raumschiff durch die Gegend fliegen, als heute sonst irgendwas machen. Ist so, das machen wir nämlich heute. Ich weiß nicht, ob du den Stream schon gesehen hast, aber wir sind irgendwie so ein bisschen in einem Cockpit, out there in space. Und wir gucken uns heute Ancients an, Spiel, was ich mir ausgedacht habe, und spielen das heute. Lisa, du wirst versuchen, als kleine Raumschiff-Novizin von den ätherischen Archiven drei Planeten zu bereisen und zu rekonstruieren, was darauf passiert ist. Was für Zivilisationen haben dort gelebt? Wie sind sie am Ende des Tages untergegangen? All das und noch so viel mehr gibt's heute hier. Hey Payne, wie heißen wir nochmal? Warte, ich hab's gerade vergessen, aber. Jetzt auch. Kommt es? Was? Wir hören übrigens gerade den Soundtrack für das Spiel. Kann man auf unserem YouTube-Kanal finden. Auf welchem YouTube-Kanal, fragt ihr euch? Auf dem hier! Soundboard geht nicht. Scheiße. Pen and Paper. So, erstmal ganz kurz, es ist ein Solo-Journaling-Game eigentlich. Solo-World-Building-Game. Ich mag eigentlich Journaling-Games, aber es ist für mich immer eine ziemliche Überwindung, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich schreibe jetzt wirklich viel. Deshalb wollte ich es simple keepen und sagen, okay, man hält die Sachen fest, aber man muss jetzt nicht schreiben. Man kann es auch als DM benutzen, um zu sagen, okay, ich habe die und die Prompts und ich versuche daraus jetzt irgendwas Schönes zu machen, um das zu üben. Weil es ja immer schwer ist, finde ich. Aber im Prinzip kann man es spielen, wie man will. Ich habe das letzte Mal ja auch nur verbal die Recordings gemacht und das werde ich heute auch so machen, weil ich brauche jetzt nicht noch mitschreiben. Ach so. Wir haben es ja aufgenommen. Ich dachte, du schreibst jetzt schon. Also ich dachte, es gibt Segmente im Stream, wo du einfach eine Viertelstunde lang... Oh man, nur so, mein Kopf. ich zeige einfach mal kurz das, was man bekommt, wenn man die PDF runterlädt. Erstmal ist dieses wundervolle Cover von Kirsten Meinert, einer großartigen Künstlerin, die das einfach getuscht hat, ey. Schon das ist krass. Schon richtig schön. Richtig, richtig toll. Dann geht es weiter zu einem weiteren Charakter von Kirsten, was den Leiter der Akademie darstellen soll, oder der Archive. Der eine Rede hält vor den ganzen Alien-Novizen, die sagen, wir haben Bock, die Sterne zu bereisen. Flavor, Flavor, Flavor. Ich finde auch dieses ganze Design mit diesem Board da unten, ich bin gerade sehr immersed. Ich finde das gut. Sehr gut. Ein kleiner Flavortext darüber, was wir jetzt machen werden, nämlich fremde Planeten bereisen, alles herausfinden über das, was dort abgelaufen ist und dann alles wieder zurückbringen, um immer mehr Wissen anzuhäufen.
Das ist die ehrenhafte Reise, die wir hier vollbringen. Das, was wir über die Planeten rausfinden werden, werden wir auf diesen Planet Sheets festhalten. Und wir brauchen natürlich auch ein Raumschiff. Ist es nicht das most adorable Raumschiff? Ich glaube ja. Ein kleiner Knochenpilz. Hm? Frosch. Ein Knochenfrosch. Ich verstehe, was du meinst. Schiff. Ja, so sieht's aus. Ja. Sehr cute. Dort sehen wir, dass du dem Schiff gleich auch einen Namen geben kannst. Mhm. Wir sehen auch dein Fuel, was du hast. Und Upgrades, die du dir nachher noch kaufen kannst und kaufen werden musst. Weil es ist auch nicht einfach, das Spiel. Es ist auch ein bisschen Ressourcenmanagement mit drin. Und ja. Wir gucken mal, wie das wird. Alles klar. Worum geht es in Ancients? Wir spielen als Novize der ätherischen Archive und wir gehen auf eine Reise auf verschiedene Planeten. Was wir dafür brauchen für das Ganze ist einmal 3W4. Das sind die einzigen Würfel, die wir brauchen. Hast du die am Start? Ja, ne? Nice. 3. Man braucht 3. Du kannst eigentlich auch einen nehmen und den dreimal würfeln, aber das Gefühl von 3W4 in der Hand ist halt auch super. Oh, ja, ich sehe. Besser als unterm Fuß. Das stimmt, das stimmt. Genau, das brauchst du. Dann brauchst du ein Shipsheet. Habe ich eben gezeigt. Hast du auch am Start auf Aggie.io. Mindestens 3 Planet Sheets, weil das ist das, was man. Also die 3 Planeten muss man bereisen und 3 ausgefüllte Planet Sheets muss man am Ende zurückbringen. Du brauchst einen Stift, einen Radierer und du brauchst die Tabellen auf den Seiten 25 bis 32. Mhm. Und die hast du. Die habe ich auch. Richtig gut. Die habe ich nämlich, weil ich die wo runtergeladen habe? Yes! Aggie.io. Was? Nee. Was? Hä? Aggie? Ist das nicht... Also, nein, itch.io. Ich kann doch auch... Ich kann das alles nicht. Du schreibst vielleicht da rein, dass ich Designer und Entrepreneur bin, aber das bin ich gar nicht. Ihr findet das Spiel natürlich auf itch.io, was man jetzt auch... könnte man... Man hätte vorher, wenn man professionell gewesen wäre, noch so einen Link reinballern können. Ja, come on. Alles klar. Was wir brauchen, um auf diese Reise zu gehen... Oh... Mhm. Ist gar nicht mehr so viel. Lass uns mal gucken. Du hast jetzt schon ein Schiff benannt. Du hast Fuel, 10 Stück schon gemarkt. Das stimmt. Dann gucken wir doch einfach, was noch in der PDF als nächstes steht. Einmal. Zack. Weiter geht's. You can now start your journey. Es kann schon losgehen. Und wie es losgeht, ist, dass du einen Planet Roll machst. Yes. Dafür wirfst du 3D4. Und dann gehe ich auf mein Planet Roll Table in der PDF-Seite 25. Schnau. Nice. Dann gucken wir mal. Ich sage mal, welcher wird denn davon die erste Stelle oder die dritte? Mach so. Da! Oh. Wäre das ein D&D-Wurf, wäre ich sehr glücklich. 3, 4, 2. 3, 4, 2. Okay. Gucken wir mal. Okay. Ich lande auf Luju 4. Ja, Luju 4. Das kommt auf mein Planet Sheet, ne? Auch hier oben. Das machst du genau. Auf den Planet Sheet, auf dein erstes, schreibst du erstmal drauf, wie der Planet überhaupt heißt. Oder Luju. Hm. Luju ist schon gut. Luju ist, ja, finde ich gut. Und jetzt ist neben dem Planeten, ich zeig das mal auf dem, auch dem Stream, wir sehen hier jetzt nämlich, hier ist eine der Tabellen, Luju 4 ist hier unten und dir wird gezeigt, das Terrain, was du siehst, die Ruinen, die du siehst und die
Art, wie die Leute festgehalten haben, ihre Geschichte festgehalten haben. Und das trägst du jetzt ein auf dem Planet Sheet. War das wichtig, in welcher Reihenfolge? Oder ist das komplett so egal. Gut. Kannst du dir aussuchen. Ich trage es nochmal hier so klein in die Viecher rein. Du kannst ja bestimmt ranzoomen oder sowas, oder? Ja, du trägst es in die äußersten Felder ein. Aber man sieht das, glaube ich, auch auf dem Screen. Warte, ich mache das nochmal ein bisschen thinner line, falls das geht. Warte. Okay. Was haben wir denn? Ah, ich habe auch das Falsche eingetragen. Das ist super. Eternal Night. And Marble. Alles. Oh mein Gott. Dann haben wir Plazas aus Marble. Ja. Und Crystals. Trag hier. Ja, also nochmal zum Verständnis. Das Terrain, was du encounterst, also das, was du da dort antriffst auf diesem Planeten, ist einmal, dass alles dunkel ist, die ganze Zeit. Mm. Und Marble auf Deutsch ist Marmor. Marmor, ja, ne? Gibt es nicht noch ein anderes? Ja, okay, egal. Ja, Marble. Die Ruinen, die du dort findest, sind halt diese großen Plazas. Wahrscheinlich auch mit Marmorboden. Probably. Und irgendwo sind noch Kristalle. Das ist die Art der Preservation, ne? Genau. Haben wir das auch nochmal eingetragen? Beautiful. Und ich kriege 2 Fuel, die ich finde, aber einen muss ich auch ausgeben, ne? Weil ich gelandet bin, oder nicht? So ist es. Auf dem Planeten hinten steht auch noch immer, wie viel Ressourcen du bekommst, wenn du dort landest. In dem Fall sind das 2 Ressourcen, die du quasi farmen kannst dort. Ich habe ja erst einen ausgegeben. Kriege ich dann einen Bonus oder nicht? Du kannst immer nur 10 haben. Okay, dann habe ich ja zumindest, jetzt hätte ich es gar nicht wegmachen müssen. Dann bin ich vielleicht safely gelandet. Kleiner Design-Flaw im Spiel. Man könnte vielleicht sagen, die erste Roll ist umsonst, aber man kann auch einen wegradieren und dann wieder drauf machen. Weiter geht's. Du hast jetzt schon das gemacht hier im zweiten Schritt. Sehen wir es, das Terrain, die Ruinen und die, wie nennt man das? Means of Preservation. Wie die Leute ihre Geschichte festgehalten haben. Hast du alles aufgeschrieben? Du hast die Ressourcen schon vom Planeten extrahiert. Und jetzt müsstest du deinen initialen Report schreiben, beziehungsweise erzählen. Wie fühlt sich das an? Ich glaube, ich komme auf diesen Planeten und er ist komplett dunkel. Das ist ein Problem. Ist dann nirgends eine Sonne? Wahrscheinlich nicht in der Nähe. Aber da überall Marmor ist und es sind ja Sterne im Himmel, vielleicht auch so ein paar, obwohl wenn ein Mond da ist, dann muss auch eine Sonne da sein, damit der Mond strahlt. Egal, das Sternenlicht reicht aus, um den Marmor so zu erhellen, dass man trotzdem was sehen kann. Oder ich als kleiner Goblinoid, Novice zumindest. Mhm. Und dann ist das so ein Eternal Glow in der ewigen Nacht. Der Marmor glänzt. Und diese Plazas, ich meine, die sind wahrscheinlich riesig. Und wo sind diese Kristalle? Ich könnte mir vorstellen, wenn das wirklich alles aus Marmor ist, sind da vielleicht so kleine Kristallkugeln, die in so Bahnen rumrollen oder sowas. Aber alles smooth. Also ich stelle mir so keine Kanten oder aus dem Marmor rausbrechende Kristalle vor, sondern eher so Kugelbahn. So playing with marbles auf Marble.
Nice. Ja. Und vielleicht machen die ja auch dadurch, dass so eine Crystal-Kugel über den Marmor rollt, auch richtig krasse Geräusche. So in der Nacht, so. Stein auf Stein, Crystal auf Marmor. Es ist quasi. Ja, genial, ey. Also es rollen diese ganzen Kugeln rum in dieser ausgestorbenen. Vielleicht sind die auch riesig. Oh, vielleicht sind auch manche, die sind so 50 Mal so groß wie ich, aber manche sind ganz klein. Ja, super. Krass. Nice. Das ist der Planet, den du antriffst. Und es ist dunkel und es ist leer und ich sehe nix. Richtig gut. Dann würde ich sagen. Du kannst jetzt deine erste Suche auf dem Planeten vollbringen. Und zwar wird die erste Suche auch so sein, dass du sagst, ich gebe jetzt ein Fuel aus, um meine erste Suche zu machen. Du fliegst auf dem Planeten rum, guckst dir vielleicht interessante Orte an und wirfst dann erstmal wieder 3 Würfel. Du kriegst erstmal einen groben Überblick darüber, was für Menschen dort gelebt haben oder was für ein Volk dort gelebt hat, was für eine Art von Regierung die hatten und wie sie untergegangen sind. Yes. Fang mal mit meinem People-Wurf an. Also. 1d4. Für People. Habe ich Animalistic? Aha. Mhm, Animalistic, dann kannst du das einmal in eins der mittleren Felder schreiben. Ja. Animal reicht. Auch in dem Dingens. Government. Democracy. Mhm. Und dann haben wir für ihre Demise Pestilence. Eieiei. Das hört sich ja nicht so gut an, hier auf diesem Planeten. Okay, ich habe ein Fuel ausgegeben. Ich habe Basic Information rausgefunden. Mhm. Hab's eingetragen. Und jetzt muss ich meine Suche erweitern, sage ich. Ja, also die Idee ist, dass du dir quasi immer nach jeder Suche kurz Gedanken machst, wie habe ich diese Informationen bekommen, was habe ich zum Beispiel gefunden, das mir sagt, okay, hier haben anscheinend irgendeine Art von Tieren gelebt, die demokratisch gelebt haben und dann von einer Seuche ausgeweidet wurden, ausgelöscht wurden. Lass mich überlegen. Democracy. Also als demokratische, animalistische Spezies würde ich ja so ein paar Space Bunnies sehen. Vielleicht. Das finde ich noch raus. Aber irgendwelche communal living animal creatures auf jeden Fall. Also Herbivoren vielleicht. Mhm. Die dann demokratisch gelebt haben. Also waren sie schon ein bisschen kognitiv fähig, um sich zu einer Demokratie zusammenzuschließen und diese ganzen Phasen zu durchlaufen, um dahin zu kommen. Mhm. Und haben dann irgendwann angefangen, in den Kristallkugeln ihre Informationen zu speichern oder dadurch zu kommunizieren. Vielleicht war es auch irgendein Tier, das gerne Bällen hinterherläuft. Keine Ahnung. Es kann sein. Aber es könnten auch so Papageien sein, die auch gerne mit so Kugeln spielen und so. Also Tiere. Aber wie kommt dann eine Seuche auf diesen Planeten? Vielleicht ist es eine Seuche, die entsteht, weil nicht genug Tageslicht auf diesem Planeten kommt. Und weil eine tierische Spezies vielleicht das Tageslicht auch brauchte, um gesund zu leben und um über Millennia auszukommen. Vielleicht noch irgendwann mal eine Sonne explodiert und deswegen ist nichts mehr auf diesem Planeten. Und das Einzige, was noch da ist, sind Kristalle und Marmor. Vielleicht konnte sonst nichts überleben. Vielleicht gab es einen Sunflare, der alles verbrannt hat.
bis auf Marmor und Kugeln. Ist das dann eine Seuche? Das ist dann wahrscheinlich keine Seuche. Vielleicht wurde irgendjemand krank. Wirst du es noch rausfinden? Weil er nicht genug Tageslicht hatte. Das ist mein erster Gedanke. Sehr gut, ey. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Big Brain Goblin Girl einfach da sitzt an ihrem kleinen Schreibtisch in ihrem Raumschiff, nochmal nach draußen guckt und diese riesigen Kugeln durch die... Häschen und Hunde. Fahren die Kugeln durch so Bahnen eigentlich? So auf, vielleicht oder? Fahren manche durch Bahnen. Vielleicht sind manche auch einfach so richtig wild, dangerous Marmorkugeln. Marmorkugeln, Kristallkugeln. So wie bei Indiana Jones. Es ist so eine... Ja, bei Indiana Jones. Es gibt auch bei Elden Ring sehr belastende Kugeln, die einem hinterherfahren. Gut, das soll erstmal als Spekulation genügen. Meine Frage ist jetzt, du musst dieses Planetensheet vollkriegen. Ja. Worauf willst du dich als erstes konzentrieren? Ich will mich als erstes auf die Spezies konzentrieren, auf die Animals. Ich will mehr wissen, was war und was es sein könnte. In dem Fall wirst du jetzt nochmal ein Fuel ausgeben müssen. Na klar. Und dann kannst du nochmal einen Wurf machen. Yes. Let's go. Oh oh. Das war das erste Dead End. Eieieiei. Du würfelst ja immer, W4 und guckst dann in die Tabelle. Ich kann einmal eine Tabelle zeigen. Moment. Wie das ausschaut. Hier sind die Tabellen für die People, die es gibt. Und Lisa hat wohl bei Animalistic eine 1 geworfen. Yes. Und leider ein Dead End getroffen. Jetzt ist das Problem, deine Nachforschungen bringen gerade nicht so viel. In dem Fall, also du läufst ja einfach in eine Sackgasse. In dem Fall musst du jetzt eines der Felder ausschwärzen. Yes, schon voll traurig. Ich habe einfach, es ist einfach nichts zu finden in diesem Marmor. Ich weiß nicht, wo ist der Eingang? Ich weiß nicht, gibt es hier noch mehr zu finden? Ich finde keine Überreste von irgendwelchen Fell oder irgendwelchen Knochen. Und ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie ich diese Kristalle abhöre oder so. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder du sagst, okay, ich lasse das erstmal beiseite, die Tiere, egal, und konzentriere mich darauf, wie sie ausgestorben sind oder auf die Regierung. Oder du sagst, nein, ich mache weiter und setzt Increased Efforts ein. Das heißt, du musst 2 Fuel ausgeben, um weiterzukommen. Ich konzentriere mich erstmal auf die Kristalle und auf hoffentlich irgendwas über die Demokratie rauszufinden. Alles klar. Dann wieder ein Fuel bezahlen, einen Würfel würfeln und gucken, was du aus der Tabelle ziehen kannst. Ich hoppel da als Goblin in der Nacht, in der ewigen Nacht über den Marmor und lauf auf irgend so eine kleine Kugelbahn zu. Bitte, bitte. Wo sind wir hier? Government. Was habe ich gewürfelt? Eine 4. Under attack. Oh nein. Es war eine Demokratie, die angegriffen worden ist. Trage ich das auch hier um ein, richtig? Yes. Komplett richtig. Under attack. Ja, jetzt kannst du wieder nach diesem Punkt auch wieder fragen, wie findest du raus, dass die Demokratie anscheinend angegriffen wurde? Wer wollte da irgendwas kaputt machen? Was war los? Ja, dann scheint es ja wohl ganz logisch, dass irgendjemand, der die Demokratie angegriffen hat, auch eine Seuche mit auf den Planeten gebracht hat, der alle ausgelöscht hat. Oh. Irgendwoher muss ja das auch kommen, weil wenn die hier schon so lange gelebt haben, natürlich ging es ihnen dann gut, bis irgendwas von außen kam, das sie ausgelöscht haben.
Vielleicht mochten irgendwelche anderen Space Carnivores nicht ihre demokratische Herbivore Society und wollten sie aufessen. Krass. Yes. Ja, krass. Logic. Du gehst einfach auf Full Planetary Warfare mit den Theorien. Ja. Voll in Ordnung. Also ich kann mir vorstellen, ja. Ja. Aber ich muss mehr wissen. Muss mehr wissen. Das reicht mir noch nicht. Okay. Du möchtest wahrscheinlich gucken, was Under Attack, was da los war. Ja, noch eine kurze Frage. Wie ziehst du die Informationen aus den... aus den Kristall. Kugeln? Ja. Das ist schwierig, warte. Ist es ein muss mein Creative Brain sich aktivieren? Ich frage mich halt, ob es so eine Art Song ist, der gespielt wird. Das dachte ich auch. Durch Aber das Rollen. Ja? Vielleicht gibt es auch Formen, die kreiert werden. Und wenn ich mit meinem Toadstool vielleicht etwas höher in die Luft fliege, kann ich vielleicht beobachten, dass die Kristalle bestimmte Symbole formen in ihrem Marble, Crystal. Was? Denk. Ja. So ein bisschen. Ja, und die stehen ja, für bestimmte Ereignisse aus der Geschichte, diese Symbole. Das sind ja Plazas. Und auf Plazas sammeln sich ja die Leute. Und wenn da die Kristalle irgendwelche Shows machen oder ihre Geschichten nacherzählen, dann kann ich ganz gut vorstellen. Super. Ja, perfekt. Yes. Okay. Du bist kurz davor, den finalen Durchbruch, was die Regierungsform hier angeht, zu schaffen. Na klar. Wieder ein Fuel ausgeben. Ich guck mal auf dein Chipsheet, wie es aussieht mit dem Fuel. Du hast noch 7 von 10? Ja. Ja. Das ist okay. Direkt ein Dead End ist aber auch nicht gut gewesen jetzt für mich. Aber besser als später, glaube ich. Weil... Ja, das stimmt. Ich habe noch Zeit, welche zu finden. Okay, dann gucke ich jetzt, dass ich meinen Under Attack noch mal ein bisschen ausweite. Und ich würfel wieder. Wow. Oh nein. Ist wieder Dead End. Ja. Oh. Scheiße. Autsch. Oh, das ist ein Problem für mich und meine Goblinoid-Form. Das ist ein Problem. Yep. Dieser Planet gibt mir nicht so viel. Er öffnet sich mir nicht, dieser Planet. Ja, vielleicht ist es einfach auch, aber auch schwer, das rauszufinden, alles. Das ist echt Was machst du jetzt? Du stehst jetzt an der Sackgasse. Die Sache ist die, wenn du ein Drittel von so einem Planetendreieck fertig hast, dann kriegst du ja Upgrades. Vielleicht sollte ich erstmal die Pestilence dann untersuchen, meinst du? Nee, ich wäre eher dafür, nochmal Increased Efforts zu machen, weil dann kannst du dir Fuel zurückkaufen. Ja. Dann bleibe ich doch bei meinem Under Attack und gucke da nochmal. Irgendwas muss ich jetzt machen. Ja. Achso, ich kann auch nochmal kurz auf die Seite gehen, wo die Dead Ends beschrieben werden. Und nochmal vorlesen, was passiert, genau. Jetzt muss ich aber zwei Stück ausgeben, ne? Zwei Fuel. Genau. Oh, das tut da weh in meiner Seele. Also, nachdem du ein Dead End angetroffen hast. Ja. Kannst du eine weitere Suche versuchen zu dem gleichen Aspekt aus dem Dreieck, aber für zwei Fuel. Genau. Und das ist eigentlich alles. Du könntest danach nochmal werfen für 4 Fuel. Nee. Okay. Jetzt bitte nicht nochmal eine 4. Ich will schlechter würfeln. Ich drücke dir die Daumen. Achso, wieder. Oh nein. Passiert hier. Oh. Habe ich verkackt jetzt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was passiert. Jetzt bin ich out of the loop.
Ich hab hier schon wieder Fuel verloren. Zwei Fuel verloren. Ich hab so einen kleinen Goblin Girl Rage Rager gerade. Stampfe wütend gegen so einen Kristall. Shit. Oh Gott. Ja, du musst dir nochmal zwei Fuel abziehen. Und jetzt ist die Frage. Nee, warte mal. Bist du nur noch bei zwei Fuel? Jetzt habe ich gerade nochmal zwei weggemacht. Du hast gesagt, nochmal zwei abziehen. Achso, nee, sorry. Du warst bei. Hattest. Ich hatte gesehen. Genau, du warst bei 6, jetzt bist du bei 4. Es wird gefährlich. Weil, Scheiße. Die Ethereal Archives sind echt. Die sind schon hart, ne? Wenn du es nicht schaffst, schaffst du es nicht. Du kannst natürlich jetzt versuchen, dich auf die Pestilence zu konzentrieren. Und hoffen, dass es da auch keine Dead Ends gibt. Ich mach das. Ich gebe einen aus für Pestilence Search. Ich muss. Ja. Okay. Bitte, ich nehme jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mache mit diesen Kackwürfeln. Okay, shake it. Oh, okay. Das ist Parasite. Eins. Okay. Sehr gut. Ein Nicht-Dead-Entwurf. Sehr gut. Ein Parasit. Ja, das passt doch zu meiner Überlegung, dass da irgendwelche Karnivoren auf diesen Planet gekommen sind, um sie zu vernichten, weil die haben Parasiten mitgebracht, die sich dann auch durch die Schleimhäute und Gedärme der armen demokratischen Tiere gegessen haben. Sauber. Findest du das raus, als du gegen einen der Kristalle punchst? Ja. In Wut? Der bricht aus und dann kriege ich so einen Schock. Crack. Oh ja. Und eine Epiphanie. Gruselig. Okay. Ja. Das ist wie bei Pillars of Eternity. Ich bin ein Watcher auf diesem Planeten und kriege einen Zap und dann ist es so, kriege ich so ein Flashback zu, wie jemand einen Parasit bekommen hat oder so. Okay. Vielleicht. Ich kenne Pillars of Eternity nicht, aber. Tja, haha! First time for everything. Dass ich mal was in irgendeinem Game passiert. Okay. Ich gebe jetzt noch einen aus, um das zu vervollständigen. Weil das mit den Parasiten hat gut geklappt. Ich habe einen Kristall zerstört. Vielleicht mache ich das nochmal. Ich renne zum nächsten Kristall und sage so: Ey, jetzt muss das passieren. Jetzt muss es klappen. Ich nehme den gleichen Würfel. Parasite, bitte keine 2, bitte keine 2, bitte keine 2. Okay. Ein vampirischer Parasit, das ist geil. Krass. Oh, ich habe eins ausgefüllt, wie schön. Okay, also es ist ein vampirischer Parasit. Das heißt, der geht vielleicht ins tote Fleisch rein und macht das tote Fleisch wieder lebendig. Und es ist so. Es gibt auch diesen einen Käfer, der wird dann von einem Parasiten gejägert oder sowas. Mind controlled, Alter. Genau. Oder es ist einfach ein Bloodsucking Parasite, der sich dann von der tierischen Form das Blut richtig geholt hat. Ich glaube, mit dem Blut ist wahrscheinlich besser, weil dann kann auch alles hier so verfallen. Mhm. Einfach das Blut. Und dann sind die Parasiten vielleicht raus und sind wieder zurück zu ihrem Host-Planet, zu ihren Hosts. Ey, Parasiten, schon krass. Auf jeden Fall krass. Und vielleicht wirst du noch mehr rausfinden über diesen Parasiten, wenn du die anderen Sachen noch rausfindest. Jetzt ist die Lage, dass du ein Drittel fertig hast. Yes. Und somit, achso, du könntest die Dead Ends übrigens auch noch auf dem Planet Sheet ankreuzen. Wenn du jemals drei Stück hast, dann bist du down. Also, ja. Dann ist der Planet abgehakt. Du hast ein Drittel geschafft, das heißt, du kannst auf dein Ship Sheet gehen und dir eins der Upgrades aussuchen. Es gibt da einmal. Das Fuel Upgrade, da kriegst du ein W4 plus 2 Fuel dazu. Dann gibt es
die Star Map. Ja, die kenne ich schon. Da kann ich mir aussuchen, wo ich hin will. Genau, wo du entscheiden kannst, wo es hingeht. Dann gibt es noch den Mind Helmet, wo du automatisch ein Dreieck, ein Teil des Dreiecks ausfüllen kannst, wie auch immer du willst. Und es gibt den Rekonstruktor. Damit kannst du ein Dead End löschen und nochmal würfeln. Und was meinst du schlauer? Du darfst sogar das zweite Dead End, was du, also würdest du jetzt nochmal Dead End werfen, dürftest du den Wurf wiederholen. Okay. Also ich glaube ja, der Rekonstruktor wäre jetzt gerade sehr praktisch, weil ich schon zwei Dead Ends auf diesem Planetary Ding habe. Genau. Ich habe noch eine Clarification-Frage. Hat der Rekonstruktor drei Uses? War das so? Nee. Oder kann ich nur einmal kaufen, theoretisch? Du darfst jedes Upgrade dreimal kaufen. Dann mache ich das. Dann kaufe ich mir den Reconstructor. Einmal Reconstructor. Ja, und ich mache mein Animal-Dreieck weg. Der denn weg? Ich würde das andere empfehlen. Weil ich das schon entstehen habe. Genau, weil du da schon, stimmt, du bist kurz davor, das fertig zu machen. Und das wäre der smart Weg zum nächsten Upgrade. Das ist clever. Dann mache ich das. Das wäre jetzt ein Free Try Again. Das heißt, ich darf nochmal würfeln. Genau, du radierst quasi das Dead End weg von dem einen. Und kannst jetzt einmal würfeln. Wenn du wieder in Dead End kommst, nochmal. Nochmal. Das ist mein Halfling Luck. Warte, hab ich's richtig gekriegt? Wo ist jetzt Under Attack? Ich muss gucken. Wo ist es? Ich hab's gerade gehabt. Oh, es hat geklappt. Organized Crime. Okay. Ja, dann ist doch. Ja, gut, dann weiß ich ganz genau, was passiert ist. Okay. In meinem Kopf sind es nämlich Warthogs, also Warzenschweine, die böse sind. So, in welchem Film gibt es diese Warzenschwein-Wildschwein-Kreaturen, die so auf beiden Beinen laufen? Oh, Star Chat. Wars? Nee, ist das. Nein! Doch, die gibt's auch. Ja, die auch, aber ich. Von irgendwo anders. Noch von einem älteren Film. Ich frag mich ist ja auch grade, egal. Also, ich frage mich gerade, ob das hier der Plot von Zoomania ist. Aber ich weiß es nicht genau. Machen wir weiter. Also, auf jeden Fall sind diese Warzenschweine. Das ist ein hässliches Wort. Aber okay, auf jeden Fall sind diese Schweinmenschen, die natürlich Omnivoren sind, auf diesen Planeten gekommen mit ihren ekligen Parasiten, die sie in sich tragen, weil sie alles fressen, was sie finden. Und haben dann gesagt, nö, die Demokratie dieser süßen kleinen Animal Creatures finden wir richtig kacke und wir wollen alle ihre Ressourcen. Haben dann aber nicht realisiert, dass die mit diesen Kristallkugeln arbeiten und das fanden die einfach blöd, weil sie dachten, da kann ich mir nichts holen. Was will so ein Schwein mit so einer Kristallkugel? Und dann haben sie gesagt, ja gut, jetzt hau ich euch trotzdem eins rein. Und die haben ihre Parasiten da abgeworfen. Und so wurden die vernichtet. Ist fein. Konnten sich nichts holen, dachten, dann greifen wir die Leute selbst an und löschen die aus. Einfach als, ihr seid blöd. Pech gehabt. Ja, das ist der Weg der Warzenschweine, wie sie ihn so gehabt ist halt auch Organized Crime Mantra, ne? Ja. Würde ich sagen. Wer macht Organized Crime? Das denken Leute, die sich denken, du hast Pech gehabt. Ich greife dich jetzt an. Jupp. Ja. Jupp. That's it. Okay. Ding, 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 ding. Du hast es rausgefunden. Noch ein Upgrade. Und genau, du kannst auch ein Dead End wieder wegmachen. Ich nehme nochmal den Kack-Rekonstruktor. Also, mir passiert das nicht nochmal. Alles klar. Nochmal Rekonstruktor für Animal. Ja. Yes. Okay, dann darfst du aber echt keine Dead Ends mehr würfeln. Ich weiß. Den Rest der Fahrt. Aber, let's go. Also, sonst verliere ich meinen Führer, wenn ich nichts finde. Ist auch blöd. Ist schon hart.
So, Animals. Let's see, what is happening here. People, Animal. Ich nehme wieder den guten Würfel, der mich hier noch nicht enttäuscht hat. Was will ich nicht würfeln? Nicht nochmal eine 1. Okay. Eine 2. Sehr gut. Terrestrial. Das passt doch zu meiner Theorie. Es ist doch jetzt doch alles... Es löst sich alles genauso auf, wie ich es dachte. Es sind kleine Häschen. Alles. Oder es sind wie? Bestimmt kleine Häschenmenschen. Oh, nee. Bunny People. Aber das finden wir noch raus, weil es gibt ja Säugetiere, Insekten und Reptilien. Da muss jetzt wieder was ausgeben. Du musst wieder ein Fuel ausgeben. Oh, dann hab ich nur noch ein Fuel. Das ist jetzt ein sehr spannender Wurf. Oh. Oh, spannend. Ja, okay. Mach mal ab. Ich komme nicht auf den Löschenknopf. Okay. Du hast mich noch nicht enttäuscht. Yes. Und Säugetiere. Nice. Passt zu meinen Häschen. Nice. Amazing. Ich habe alles gefunden. Ich kann meine Dead Ends wieder wegmachen da unten. Du kannst deine Dead Ends wegmachen, wenn du eine extrem schnelle Scribble-Künstlerin wärst, könntest du auch auf den kleinen, in den kleinen Kreis hier den malen, wie es aussieht. Aber das, was du machen musst, genau, hier. Yes, kleine Bunnies. It's krass. Gut. Meine hässliche Diddle-Figur einfach da. Ich weiß nicht, was passiert. Sie haben auf jeden Fall auch so große Pfoten. Nice. Alles ich klar. Ich weiß nicht, was hier passiert. Do you know, you can imagine. Weißt du? Und dann haben die hier ihre Kristallkugeln, die überall rumrollen. Puh. Yep. Und leider Parasiten in ihren Köpfen. Sieht toll aus, ja. Ja, super. Ja. Du hast es geschafft. Du hast ein Planet Sheet fertig. Du hast noch ein Fuel. Ah nee, egal. Stimmt gar nicht. Du hast ja jetzt ein drittes fertig und kannst dir ein Upgrade holen. Oh Mann, ich nehme jetzt Fuel. Genau, du kannst auch schon Rekonstruktor zweimal wegmachen. Mhm. Ach ja, hier unten habe ich nicht gemacht. Ich kaufe mir jetzt ein bisschen, vor allen Dingen. Obwohl, wie mache ich das? Vielleicht kann ich ja auf meinem Weg zum anderen Planeten oder finde ich das auf dem Planeten? Die Idee ist, dass die Universität, also die Archives, die Ethereal Archives, dir das quasi zusenden. Dein Chip quasi upgraden. Und ach, mit würde mich da sonst einfach sterben lassen. Ist ja nicht. Es ist kein Spaß. Tja, das ist halt hart. 1d4, jetzt nehme ich den, der immer so hochgewürfelt hat. 4+2. Ey, jetzt geht's mir gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Richtig gegönnt. Danke. Danke, großer Allvater der Archives. Ich danke euch. Ich mache mal einen Screenshot von dem Planet Sheet. Und mit meinem tollen Bunny. Von Luju 4. Genau, dann kannst du eigentlich zum nächsten Planeten übergehen. Dann lösche ich mal, was hier drauf steht, hä? Yep. Gone, bye bye, Bunny Planet. Es war schön bei dir. Okay. Ich gebe ein Fuel aus für meine neue Landing Sequence, auf jeden Fall. Yep. Bye. Und dann wollte ich jetzt 3d4, um zu gucken, welchen Planet ich so lande. Max, was würdest du dir wünschen auf welchem Planet? Hast du einen Favorite? Ich habe einen dummen Favorite. Es gibt einen, wo ich Seen aus Schokolade gesehen habe. Ja, an den habe ich auch gerade gedacht. Das wäre schon witzig. Let's go. 1, 2, 1. Wir sind auf Bao 4. Ey, wir gehen von Lujo 4 auf Bao 4. Der sieht interessant aus. Ja, kannst du mal sagen, was es da so gibt? Erstmal lande ich auf Bao 4.
Und das ist auch echt unkreativ von dem Autor, dass er überall 4 macht, ne? Also wahrscheinlich nur wegen Yavin 4 aus Star Wars. Wahrscheinlich. Hier gibt es jedenfalls einen Wald aus gigantischen Bäumen. So ein nicer Redwood Forest vielleicht. Nice. Mit Baumhäusern und Holzschnitt. Also richtig homie, da fühle ich mich total. Woodcarvings? Ist das nicht Holzschnitt? Mhm. Ja, total. Ich habe das nicht. Goblinoid Girl Scientist fühlt sich richtig wohl, als sie hier landet. Das sage ich dir so. Und ich kriege ein Fuel weg, was ich blöd finde. Aber dafür kriege ich ein Upgrade. Genau, das ist ein Spezialplanet, der dir Fuel abzieht, leider. Aber du bekommst ein Upgrade. Was mache ich denn für ein Upgrade jetzt hier? Könnte ich mir denn mal gönnen? Ich glaube, ich benutze mal ein Mind Helmet Upgrade dann. Genau, Mind Helmet Upgrade würde ich sagen. Kann ich mir das noch in dem ganzen Dreieck noch aufsparen und dann sagen, ich benutze das, wenn ich auf den Planeten bin? Ja, auf jeden Fall. Du kannst diesen Mind Helmet auch nur benutzen, um ein finales Feld auszufüllen. Yes, great. Weil sonst würde das keinen Sinn machen. Dann mache ich doch jetzt mal die ersten Würfel hier. My first dice. Mein first search. Ja. Obwohl, ich habe ja noch gar nicht beschrieben und gar nicht reingeschrieben. Wie es aussieht, genau. Also wir haben, warte mal, hier oben. Forest of Giant Trees. Dann haben wir Tree Houses. Und wir haben Wood Carvings. Ja, ich hab ja schon gesagt, dieser Planet, der gefällt mir total, als ich da lande. Mit meinem kleinen Knochenpilzhaus. Ich finde, ich und mein kleines Schiff, wir passen da richtig rein. Ich lande da und ich sehe, man hat so einen Wide Shot, so Bird's Eye Perspective. Und es sieht einfach aus, als wäre da ein kleiner Pilz auf dem Baum, auf dem Boden. Und vielleicht lande ich ja auch, vielleicht lande ich unten irgendwo. Krieg mir diese Kack-Fuel-Abzug. Denke ich mir, okay, vielleicht sehe ich da oben ein Baumhaus und fliege da nochmal hoch. Lande irgendwo auf dem Dach von so einem kleinen Baumhaus, dann werde ich da gleich untersuchen können, was los ist. Und ich denke mir, hier müssen, vielleicht sind die auch irgendwo versteckt noch, vielleicht finde ich irgendwie so viel Artwork irgendwo drin. Aber es macht mich auch traurig, weil ich mir denke, hier lebt, dieser Planet lebt richtig. Warum ist hier niemand mehr? Das macht mich traurig. Ich weiß noch nicht, was passiert sein kann. Ja. Gar nicht. Oh ja. Das ist echt ein bisschen traurig. Ja. Und noch sehe ich nichts von Zerstörung oder so. Das heißt, ich muss jetzt suchen. Suchen. Okay. Erste mein First Suche. Search, wie gibt viel wieder Fuel verbraucht die nochmal? Einen. Jede Search eigentlich ein Fuel, außer du kämpfst gegen ein Dead End an. Ja, gut. Ein Fuel, kaputti. Weg mit dir. Weg. Aggie, komm. Okay. Finden wir mal was über die People raus. Über Tell alle. Me. Achso, ja. Post-human. Hm? Oh oh. Interesting. Das ist wirklich interessant. Auf so einem Planeten? Kleine Roboter? Weird. Oh. Ja. Wer weiß. Und dann haben wir ein Cocked Die. Nochmal. Eine Anarchie. Okay. Nice. Mhm. Und Demise, ein Desaster. Uiuiuiuiui. Und die haben, die Posthumans haben auf jeden Fall Skills genug, um das im Holzschnitt zu dokumentieren oder in irgendwelchen, vielleicht auch in den Säulen ihrer Baumhäuser sind so in Ringen so die Geschichten ihrer Leute
aufgezeichnet oder sowas. Aber was waren das? Vielleicht waren das wirklich kleine Roboter-People. Mhm. Aber auch nicht. Vielleicht könnte das auch irgendeine AI-Form gewesen sein, die sich dachte, wir wollen nicht mehr in den Fängen unserer kapitalistischen Ausbeutung leben und machen hier eine kleine Anarchie-Kommune wieder. Aber wir machen hier komplett Anarchie in unseren Bauhäusern. Ja, krass. Weil das ist ja schon doch schon eine sehr natürliche Umgebung. Und da so ein Roboter stelle ich mir vielleicht ein bisschen schwieriger vor. Ich als kleines Goblinoid-Ding. Aber was für ein Desaster passiert sein könnte. Mann. Im Baumschnitt habe ich noch nichts entdeckt darüber. Vielleicht hat die Anarchie, vielleicht hat Posthumans und Forest Planet einfach nicht gewiped. Das ist mein erster Gedanke. Okay. Alright. Du kannst dich jetzt entscheiden, wo du hingehen willst. Was du... Ich glaube, ich möchte mich ums Desaster kümmern. Mhm. Was ist denn hier bitte passiert? I need to know right now. People, government, demise. Da suche ich, wo ist es denn? Desaster, direkt das erste. Okay, Desaster wäre es jetzt, wenn ich eine 1 würfeln würde. Hab eine 2 gewürfelt. Ein natürliches Desaster. Ja, es passt ja. Oh. Wir sind auf einem Baumplaneten. Was gibt's für natürliche Desaster? Stürme. Wieder irgendwelche Krankheiten. Irgendwelche Baumschädlinge oder sowas. Vielleicht so ein Borkenkäfer, der alle kaputt gemacht hat. Massive Borkenkäfer, die größer waren als die Posthumans und sie aufgefressen haben, weil sie als exoterne, nicht natürliche Kreaturen wahrgenommen wurden oder sowas in der Art. Sick. Der Borkenkäfer war so, Die Sache ist die, du hast dir eben das Upgrade gekauft, des Mind Helmets. Und wenn wir jetzt sehen, wie Big Brain Goblin Girl sich den Mind Helmet aufsetzt, dann könntest du das finale Stück des Dreiecks, des Desaster-Dreiecks, jetzt mit dem Borkenkäfer ausfüllen. Geil! Du kannst jetzt einfach sagen, es waren die Bugs oder was auch immer. Für riesige, wie heißen die denn? Sind das die Borkenkäfer? Die, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall ein Bug. Mhm. Okay, das passt auch noch, wenn es Roboter sind, dass sie an Bugs zugrunde gegangen sind. Ja. Alles klar. Das haben sie einfach geköpft, ja? Kann auch sein. Du hast auf jeden Fall ein Drittel wieder fertig. Das heißt, du kriegst ein Upgrade. Diesmal mache ich nochmal ein Fuel-Upgrade, glaube ich. Ja. Ich bin noch bei 3 und das wird sonst ein bisschen schwierig. Ja, jetzt nochmal bitte eine 4 werfen. Eine 1, okay. 1, 2, 3 dazu. Mhm. Und direkt wieder 1 weg, weil ich mich jetzt um die Anarchie kümmern möchte. Jetzt gucke ich mir, und ich habe auch im Auge, man kennt auch, wenn man so einen Baum fällt, sind ja die Ringe sowieso schon drin. Mhm. Und vielleicht gibt es so Mini-Carvings. So in der Mitte ist Jahr 1 des Baumes. Was ist da passiert? Ist da reingekarft? Dann Ring 2 ist Jahr 2 auf diesem Planeten. Und dann umso dicker der Baumstamm wird, umso mehr wird reingeschrieben in den Ring, der da drin ist. Mhm. That's how it works. Warte kurz. Kann es sein, haben die Post-Humans das irgendwie geschafft, diese Bäume zu bioengineeren, dass man die Informationen ihrer... Im Ring speichern kann. Kann okay. sein. Das Wahnsinn. Könnte natürlich sein. Wahnsinn. Okay. Wir wissen es noch nicht. Wir müssen jetzt gucken, was mit dieser Anarchie war. Kein Dead End. Please. Yes. Nomadisch. Okay. Warum sie dann in Treehouses gelebt haben... Wenn sie eigentlich Nomaden waren, wer weiß, vielleicht gehören die Treehouses auch irgendwem, der da vorher schon war, vor den Posthumans, und sie haben die einfach genutzt. Mhm. Okay, und jetzt will ich das natürlich auch noch erweitern und mach das auch direkt. Gib ihm. Ich hoffe, dass ich nicht auf noch ein Dead End treffe. Und gucke, okay, diese nomadischen Völker hier, was war da los? Oh, das hat sich gut angehört.
Sekten? Eieiei. Anarchistische, nomadische Sekten? Sekten. Wow. Okay. Naja, man sagt ja nicht Sekten, sondern als Religionswissenschaftlerin sagt man ja neue religiöse Bewegungen. Ja, möchte nur mal anmerken. Das heißt, diese neuen religiösen Bewegungen, NRBs, oder auch NRWs, wenn man es auf Englisch ausdrücken möchte, haben sich vielleicht gerade deshalb so tantrisch in diese Baumringe wie so eine hinduistische Malerei, Carving in diese Baumringe so eingetragen. Ich stelle mir auch so, wie diese ganzen ägyptischen Papyrus-Schriften, so diese Figuren, die so von der Seite gezeichnet werden und Tänze dieser Sekte darstellen. Und wie sie so Anarchie ausgelebt haben. Sie haben so gezeigt, wie sie sich an keine Regeln halten wollen. Naja, es muss keine Regeln sein. Es muss nicht keine Regeln sein, sondern kein Government, keine Herrschaft oder was. Yes. Aber ja, alles klar. Das finde ich sehr gut. Eine nomadische Sekte, das ist auch mal was. Ja. Dann hast du es jetzt wieder geschafft. Voll gut. Ein Upgrade. Dieser Planet ist richtig nett zu mir. Du bist jetzt fast. Ja, du bist eigentlich gerade gut aufgestellt. Jetzt die Frage, welches Upgrade nimmst du dir? Nimmst du Star Map, Mind Helmet? Ich überlege zwischen nochmal Fuel, weil ich meine, ich habe noch viel zu upgraden, da ist noch viel Platz. Und Star Map bräuchte ich nicht, aber ich könnte mir natürlich noch mal ein Mind Helmet aussuchen und dann diesen Planeten schön vervollständigen. Das stimmt. Ich habe noch so viel Platz. Selbst wenn ich alle 6 Fuel kriege, also dann würde ich nicht übertanken. Klar. Wäre eigentlich smart. Ja, Star Map ist halt deshalb gut, weil du dir aussuchen kannst, auf welchem Planeten du landest. Und das ist dann halt auch Fuel, was du bekommst. Stimmt. Also ja, kannst du. Aber mach mal, wie du denkst, ey. Danke, Heldenfahr. Das gefällt mir auch mit dem Rasen betreten Verbotenschild. Aber guck mal, die wohnen ja auch in Bäumen. Und wo so hohe Bäume sind, wächst gar kein Gras. Just saying. Äste betreten, verboten. Peter Wohlleben hat mir das beigebracht. In großen Urwäldern wächst kein Gras, weil gar keine Sonne auf den Boden kommt. Thanks, though. Wir machen ein Fuel-Upgrade. Ich tu's. Okay, nice. Haben oder nicht haben. Würfeln. Yes. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das gefällt mir gut. Mir auch. Du bist wieder oben auf, Lisa. Sehr gut. Jetzt geht's richtig gut. Oh, Goblin ist so happy jetzt gerade. Jetzt gehen wir in unsere Post-Humans rein. Mhm. Was für Leute waren das, ey? Ja, der Rasen, der wächst, egal wo. Stimmt, ist ein Alien-Planet. Du hast auch wieder recht. Es gibt keine Gras-Rules auf diesen Alien-Planeten. Was habe ich überhaupt gesagt? Warum habe ich das überhaupt... Komm aus deiner Grasbox raus. Ja, ganz ehrlich. In meinem Dead End, in meinem Kopf. Oh nein. Habe ich das richtig gemacht? Ja, hab ich richtig. Was? Cyborgs? Nein. Es sind Cyborgs. Warte mal. Kannst du mir bitte mal Cyborgs definieren? Cyborgs. Das muss ich mir vorstellen hier. Nein, Cyborgs ist eigentlich die Verbindung aus Mensch und Maschine. Ja? Okay. Darth Vader ist ein Cyborg. Und die Kuhle von Star Trek. Ja, genau. Wenn Menschen enhanced sind, sind es eigentlich Cyborgs. Dann habe ich jetzt ein Problem. Lass mich mal überlegen. Nee, es passt ja eigentlich auch. Weil das sind diese anarchistischen Nomaden-Sekten, die aber auch gleichzeitig Cyborgs sind.
Ich finde, das passt. Das heißt, super. Sie haben Human Material, das von Bugs auch angegriffen werden kann. Mhm. Aber haben trotzdem was nicht Gutes, wo die Bugs dann gesagt haben, ihr seid nicht natürlich, euch müssen wir ausrotten. Vielleicht waren die Cyborgs, weil sie alle aus einer Sekte kommen, hatten die sich vorher, weil sie nicht von diesem Planeten sind, sektmäßig zusammengeschlossen, weil sie einfach eine andere Ideology hatten als die anderen Cyborgs. Und dann wurden sie eine neue religiöse Bewegung für sich selbst. Krass. Makes sense. Also, ja. 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 Ich gebe jetzt noch mein Allerbestes. Mhm. Oder soll ich das so ausfüllen? Ich benutze jetzt mein Mindhelmet. Nee, du hast dir doch gerade Fuel geholt, oder? Ach, stimmt, hast du recht. Du hast einmal Mindhelmet benutzt. Du hast schon Mindhelmet. Ja. Ich habe Fuel geholt. Es war nein. Du hast Bug benutzt. Du hast den Mindhelmet für Bug benutzt. Ja, und dann hatte ich überlegt, ob ich nochmal einen hole, aber. Genau, hast du aber nicht gemacht. Sie sind Insekten. Es gibt auch Insekten hier. Die sind nicht zugekommen. Es hätten Insekten sein können. Insekten. It could have been. Okay. Bitte jetzt nochmal ein bisschen Cyborg-Lore. Hast du nicht ein Degenesis-Lore-Video? Nee, der heißt nicht Cyborg, der heißt Tschernobog. Ja. Das stimmt. Den gibt's auch, ey. Ja, das könnt ihr auch auf unserem YouTube-Kanal. Ich immer versuche, so hässliche Promos zu machen. Okay. Jetzt kommt der Cyborg-Roll mit diesem wunderschönen glitzerblau durchsichtigen Base-Würfel. Ja. Wichtiger Wurf. Sie sind mainly Machines. Ja, okay. Wären sie nämlich mainly Humans gewesen, dann hätten die Borkenkäfer sie vielleicht auch nicht köpfen wollen. Beautiful. That's just how easy it is. Beautiful. Ja, great. Guck dir dieses Space Triangle an. I did it. Es wirkt für mich so ein bisschen wie Silicon Valley, der Planet, ey. Wenn alle Arschlöcher aus Silicon Valley so mit Nanotechnologie in ihrem Gehirn einfach weggehen von der Erde und sagen, wir machen jetzt unser Ding. Das ist das Burning Man, das Bau 4. Wirklich, ey. Das ist so. Wunderschön. Ja, natürlich. Ja. Riesige Käfer, was? Die sie aufessen. Ja, Köpfen, das kennt man auch. Ja. Ja, perfekt. Gibt's in der Wüste. So, ich hab es geschafft. Ja, und du ich mal das jetzt auch. Ah, super, ja. Gerne. Max, unterhalt noch mal das Publikum für eine Minute, während ich einen Borkenkäfer male, der einen Cyborg tötet. Sehr gut. Ja, Lisa ist zwei Drittel durch mit dem Spiel und hat schon fantastische Abenteuer erlebt. Sie stand kurz vor dem Ende ihrer Reise, war auf ein Fuel runter, weil sie ziemlich viele Sackgassen hier gehittet hat. Es war sehr gefährlich, aber sie hat sich rausgekämpft. Little Big Brain Goblin Girl hat sich rausgekämpft und ist souverän dabei. Sie muss sich jetzt halt nur entscheiden, welches Upgrade sie als nächstes nimmt. Denn sie hat es geschafft, das zweite Dreieck fertig zu machen. Das bedeutet, sie hat wieder ein Upgrade bekommen. Und jetzt muss man gucken. Sie könnte sich jetzt entscheiden, nämlich die Star Map, die Sternenkarte, um zu kontrollieren, wo ich hinkomme. Nehme ich noch den Mind Helmet, um einen Teil auszufüllen. Denn Fuel geht nicht. Sie könnte auch den Rekonstruktor nehmen, um eine Sackgasse schon vorzubereiten, quasi. Präventiv, aber schwierig. Erstmal gucken wir uns an, wie Borkenkäfer auf Bäumen
kleines Burning Man Festival veranstalten. Krass. So schaut's aus. Wunderschön. It's very beautiful. Ich nehm noch einen Screenshot davon und dann, dann geht's los. Ich muss sagen, ich mag den Aspekt, dass ich das alles wieder löschen kann. Es ist so, I'm moving on. Es muss nicht alles... Es ist sowieso in den Sternen geschrieben, weißt du? Ich hab's alles abgesendet. Das ist so, jetzt ist meine Workhour vorbei. Ich habe 8 Stunden heute gearbeitet. Jetzt kann ich... Schick's weg und dann ist gut. Nice. Ja, Bao 4 ist... erfolgreicher Planet für mich gewesen. Figured out. Let's go. Und du hast auch gesagt, das mit dem Upgrade, ne? Jetzt krieg ich noch ein Upgrade. Genau, du kriegst ein Upgrade. Kannst ja aussuchen. Ich suche mir jetzt... Was suche ich mir aus? Das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil ich jetzt zu meinem letzten Planeten fliege, benutze ich einfach mal die Star Map. Alles klar. Star Map heißt, du kannst in die ganzen Tabellen reingucken und gucken, worauf du Bock hast. Ich bin ja tempted, den Schokoladenplaneten zu nehmen, aber vielleicht auch nicht. Ich fange mal unten an. Ja. Oh, das ist alles gut. Ich krieg richtig viel Zeugs bei manchen Sachen. Okay, soll ich den Schokoladenplaneten nehmen? Er ist schon gut. Für das Release Day Playthrough. Ja. Und wenn ihr wollt, dass ich den Schokoladenplaneten nehmt und ihr seid gerade auf YouTube, dann möchte ich ein Like, ein Subscribe, ein Notification bei on und ein Kommentar und dann mache ich das jetzt. Wir fahren nach Dauka. Los geht's. Dauka ist der Name des Planeten. Dauka Yam Yam. Und es ist wirklich ein toller Planet. Denn was sehe ich hier? Lass mich gucken. Was findest du vor? Ich habe gerade 3 Fuel weggemacht, aber ich kriege noch 3 dazu. Sehr schön. 3 dazu für Dauka. Und was finde ich hier? Meine Güte. Ich habe auf jeden Fall mein kleines Goblin-Näschen. Riecht so, was ist das? Was ist das für ein geiler Geruch? Was riecht hier so gut? Es muss ein warmer Schokoladenseeplanet sein. Und dieser Geruch von so geschmolzener Schokolade, das macht mich schon ein bisschen high, ne? Muss ich schon sagen. Ich schreibe das jetzt auf Deutsch, weil Sea of Chocolate finde ich schwierig. Schokoladenmeere, ne? Weil Meere, okay. Nee. Ganz kurz, bevor du weitermachst. Ja? Vollmilch. Oh. Zartbitter? Altherrenschokolade? Was für Seas sind es? Es gibt natürlich verschiedene Seen auf diesem, verschiedene Meere. Mhm. Es gibt den Vollmilch, das Vollmilch. Den Vollantik gibt's. Den Zalantik gibt's auch. Es ist so ein Swirls von verschiedener. Ein Kuhfleckenplanet ist meine Lieblings-Milka-Schokolade. Oh, ja. Ah, bitte. Ja, okay. I need it. Oh, ja, und dann gibt's natürlich auch noch den Antarktik ist natürlich dann die weiße Schokolade. Und der Südpol ist auch. Warte mal, Antarktika? Egal. Es gibt die Nordkappen und die sind aus weißer Schokolade. Great. Ja. Perfekt. Ja, sehr gut. Nee, warte mal. Egal, ich hör auf zu denken. Ich hör mal kurz auf zu denken. Gazebos haben wir auch noch. Gazebos in der Schokolade auf dem Land. Yes. Wow, das ist ein crazy Planet. Und Neonschilder. Okay. Das ist ein Gazebo. Es ist ein wilder Planet, ey. Also, ich komme da auf jeden Fall an. Und vielleicht auch, weil ich als Goblin von diesem Schokoladengeruch so crazy bin, fällt mir auch gar nicht auf, wie gestört dieser Planet daherkommt. Ich lande auf normalem Fels, würde ich mal sagen.
Und da sind auch normale Spacehäuser, wie man sie so auf so den meisten Planeten antrifft. Vielleicht auch so normale Space Apartment Buildings. Wie so auf so einem typischen Planet, wo es eigentlich nur dunkel ist und die ganze Zeit regnet. Ja, es ist so ein bisschen Dragon Ball Design, so kapselmäßig, weißt du, so Pots. Ja, Dragon Ball, das kenne ich. Und dann gibt's Gazebos und die sind überall. Gazebos sind überall, wenn in so Outcroppings über dem Schokoladenmeer kommen immer so Gazebos. Die schweben dann über dem Schokoladenmeer. Und damit man die auch nachts erkennt und nicht aus Versehen ins Schokoladenmeer fällt, sind da überall Neonschilder dran, wo dann jedes Gazebo seinen eigenen Namen hat. Und ich lande da und ich denke mir so, was kann hier bitte passiert sein? Außer absolutes Chaos. Natürlich sind die Leute hier gestorben. Wer kann auf einem Schokoladenplaneten schon leben, in dem Leute in Apartment-Buildings wohnen und Neonschilder haben? Das kann ja alles nicht passen. Ich will da leben. Ich möchte. Ja, aber. Bitte. Der Kuhfleckenplanet gibt einfach schon seine eigene Antwort her. Es ist schon alles zu absurd, damit es funktionieren kann, ist meine First Initial Report. Ich denke mir so, ja, na klar hat das nicht funktioniert. Okay. Meine erste Theorie ist aber, dass diese Leute alle so psychopathisch waren, dass sie sich alle zu viel an dem Schokoladenmeer ergötzt haben. Und alle an Obesity und Diabetes gestorben sind. Oder einfach ertrunken im Schokoladenmeer. Kann auch sein. Oh, das ist so ein. Das du ist so, wirst es rausfinden. Wer Dimension 20s, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Space Odyssey geguckt hat, wäre ein perfekter Planet für die Campaign. Sind natürlich die, ja, sie haben alle Schokolade gemacht. Nein. Das werden wir noch rausfinden, was passiert ist. Und das machen wir jetzt. Ja, was will ich denn als erstes wissen? Du musst erstmal deinen ersten Wurf machen, wo du den groben Überblick bekommst. Ja. Wo du rausfindest, was für Leute gelebt haben, was für eine Regierung sie hatten und wie sie untergegangen sind. Jetzt kannst du schnell mal vor, sind Pflanzen, ey. Nee. Das wäre jetzt richtig, das wär richtig cringe. Okay. Oh, es sind schon wieder Post-Humans in einer Dictatorship, die durch eine Seuche gestorben sind. Okay. Bad. Kakaopflanzen wären super gewesen, aber nein. Es sind Post-Humans. Eieiei. Natürlich gab es eine Dictatorship. Jetzt wird es Willy Wonka. Jetzt wird's. Alles klar. Irgendjemand muss die Kontrolle über die kapitalistischen Schokoladenverkäufe im Universum einhalten. Irgendjemand muss. Also, die haben versucht, das denke ich mir so. Es waren Post-Humans, vielleicht wurden manche von denen cyborg-mäßig auch einfach dahin gebracht, damit sie arbeiten und arbeiten und arbeiten können, ja? Warte kurz, ist der ganze Planet einfach eine fucking Schokoladenfabrik? Probably, ja. Und die wurden da hingebracht, damit die einfach das durchhalten, weißt du, die Post-Humans. Und dann hat das aber nicht geklappt. Nein, die Dictatorship, die hat sie nicht fertig gemacht. Nice, Lisa. Die haben versucht, die Schokolade... Macht Class War Agitation jetzt, Alter. Das ist einfach die Geschichte einer riesigen Schokoladenfabrik, ey. Wo Leute... Ja, super, geil, ja. Lieb ich. Ja. Weiter. Ich habe so ein richtiges Bild von dem Diktator im Kopf. Weißt du, so ein... Ach, kann ich gar nicht sagen. Okay, ich möchte in die Diktatorship rein. Ich will wissen, was los ist. Ich lösche was hier und dann gucke ich mir den an. Let's go. Diktatorship. Let's look at it. Pew. Genocide. Oh Gott. Oh nein! Was hast du da reingemacht? Entschuldigung! Ich hätte nicht gedacht! Oh nein, ey!
Das passt aber, es passt zu den Post-Humans und dem Dictator, der gesagt hat, ihr fresst mir zu viel von meiner Schokolade, die ich verkaufen will. Ich mach euch alle fertig, weil ihr seid ja nicht mal echte Menschen. Das stimmt. Worst guy ever. Ja gut, ich gucke weiter. Ich will das, jetzt bin ich drin. Ich bin voll high selbst auf Schokolade gerade, auf dieser Space Chocolate. Mhm. Und deswegen mache ich direkt weiter. Ja, du trinkst auch aus diesen Meeren die ganze Zeit. Ja. Okay, krass. Ich bin kleiner Goblin. Ich hänge mich so von meinem Schiff runter und schlürfe. Du hängst dich von deinem fahrenden Schiff runter und dann ist dein Kopf quasi im Schokoladensee. Okay. Ja, es ist ein Fiebertraum, dieser Planet. Hast du dir schon Fuel weggemacht für deine letzte Search? Yes. Und jetzt auch schon für die nächste. Okay. Und du möchtest rausfinden, was für ein Genocidal Dictatorship es war? Will ich das rausfinden? Aber du musst. Du willst Teil der Akademie werden. It hurts. Okay. Oh, was ist das für Optionen, ey? It's getting dark. Eugenics. Ach, mein Gott. Ja, es passt zu all dem, was ich schon spekuliert hatte. Die Posthumans, die wurden da extra hingebracht, meiner Meinung nach. Extra, damit sie dem Schokoladenfluss widerstehen können. Und es hat nicht funktioniert. Denn irgendwo kam dann noch eine Seuche rein. Und über die kümmern wir uns jetzt mal. Ich habe aber ein Dreieck gefinished. Also ganz kurz, nur um das festzuhalten. Der Schokodiktator hat seine eigenen Leute. Also quasi seine Arbeit. Der hat die vielleicht aber auch kreieren lassen. Mit Eugenics, so wie die Klonarmee aus Star Wars. Genau, sowas. Nur halt um Schokolade zu machen. Makes sense, klar. Ja. Du hast ein Drittel fertig und du kriegst noch ein Upgrade. Yes, ich benutze den ich mach den Mindhelmet, weil ich bin ja fast fertig. Bist fast fertig. Das heißt, ich gucke jetzt, was bei der Pestilence war. Mache ich wieder einen Fuel für weg. Und dann schauen wir mal. Was denn für eine Seuche von dem Diktator aus, die Posthumans zerfressen hat? We need to know. Eine 3, ein Virus, ja? Sure. Ein Virus, der sich zwischen den Posthumans ausgebreitet hat und wurde in einem Lab in einem bestimmten Ort auf diesem Schokoladenplaneten ist es ausgebrochen. Lab Theory? Okay. Auf jeden Fall. Krass. Und dann steht aber auf den Neonschildern steht so Please wear a mask. Da steht Please keep your distance und Please get a shot und sowas. Und dann wurde aber das Please, werde geimpft, Schild, zerstört. Davon finde ich nicht mehr viel. Also, die waren auch noch gegen Impfungen. Mann. Das ist crazy. Das ist wirklich ein wilder Planet. Willst du weitergehen auf den Virus, gucken, was das für einer ist? Ich gucke mal, was es für Virus-Options gibt hier. ja. Ich nehme nicht den Mindhelmet jetzt. Will ich noch nicht. Willst du noch nicht? Okay. Ich möchte würfeln. Und wir haben einen tödlichen Virus. Ja, okay. Okay, das war eine good choice, das nicht zu machen. Natürlich ist der Virus tödlich. Wir sind nämlich alle tot. Easy. Er hat sie einfach gekillt, die Posthumans. Die konnten einfach nicht mehr aufhören, Schokolade zu essen. Bis sie so überzuckert waren, dass sie alle einen Schock hatten und gestorben sind. Und das ging einer nach dem anderen. Sie haben den Virus. Der Virus macht sie crazy nach Schokoladenfluss. Sie gehen da rein, trinken, fallen um. Aber sie wurden doch alle quasi mit Eugenik dazu gebracht, die perfekten Arbeiter zu sein. Der Virus war also so stark, dass er diese Konditionierung weggemacht hat. Ja. Was? Die Lust nach der Schokolade war größer als ihre Angst vor Schokoladendiktator. That's what it is. So, ich hab den Mindhelmet schon. Ich nehme den Star Map Upgrade. Brauche ich gar nicht mehr.
Nö, dann nehme ich den Konstruktor. Smart. Konstruktor. Falls ich ihn brauche. Präventiv. Ja. Aber jetzt muss eigentlich nur noch ein bisschen was über die Menschen rausfinden. Ja, über unsere guten Armen. Wirklich sehr. Sie waren wirklich sehr arm dran. Sehr, sehr arm dran. Let's see where they are. People. Posthumans hatten wir schon. Und jetzt ein Würfel. Robots. Hä? Wie können denn Robots Schokoladenbockarten haben? Was? Das war kein Satz. Tja, da waren deine Theorien zu vorschnell. Aber wie kann auch ein Virus und Eugenics einen Roboter krank machen? Tja, muss wohl ein digitaler Virus gewesen sein. Mhm. Und dieser digitale Virus hat vielleicht auch die Roboter dazu gebracht, zu glauben, dass sie innere Organe haben und deswegen Schokolade essen dürfen oder können oder vielleicht auch müssen, weil sie so crazy sind. Sie waren so, wow, wir haben jetzt endlich einen Darm und einen Magen und jetzt muss ich auch unbedingt schon von der Schokolade probieren. Und dann hat das ihre ganzen Innereien, ihre ganzen Körperteile so verklebt, weil sie natürlich keine Organe haben, dass sie vielleicht einfach alle deshalb gestorben sind. Mhm. Sehe ich das richtig, dass einige von denen auch zu Impfgegnern geworden sind? Ja. Okay, krass. Wir haben ja die Neon-Schilder zerstört, wo please get vaccinated drauf stand. Und man muss noch anmerken, all diese Informationen finde ich von Neon-Schildern, die da stehen. Da stehen einfach Sachen drauf. Robots, ich möchte noch was über sie wissen. Aber ich könnte mir auch was ausdenken, weil ich habe ja noch ein Mind-Helmet. Ja. Hier sind die Optionen Alien-Robots, Servants. Es sind natürlich Servants. Das muss ich gar nicht lange drüber nachdenken. Ja, oder du kannst dir auch was Eigenes ausdenken, aber Servants ist eigentlich, hast du ja schon... Servants oder Workers. Dann sagen wir Workers einfach. Machen wir da Workers draus, weil sie natürlich dafür geschaffen wurden. Boah. Wie malen wir jetzt noch einen Schokoladensee-Gesiebo? Hier sind so ein Dach. Kacke, voll verkackt. Guckt nicht hin. Ich mach's schnell weg. Lisa, ich kann dir sagen, du hast 4 Fuel. Das reicht, um zurückzukehren. Und damit hast du zum zweiten Mal eine erfolgreiche Reise im Spiel Ancients bestritten. Und es bleibt dir jetzt eigentlich nur noch übrig, und das habe ich seit dem letzten Mal geändert tatsächlich. Du musst jetzt zurückkehren zur Universität, zu den ätherischen Archiven und eine kleine Rede halten tatsächlich. Ja, das ist gar kein Problem. In der du nochmal reflektierst, welche Orte hast du gesehen, was hast du rausgefunden? Hast du mein schönes Bild schon gezeigt? Ich zeige es jetzt gerade. Das ist ein kleiner Roboter. In einem Gazebo. Deine Zunge hängt raus, obwohl er gar keine hat. Da habe ich einen Fehler gemacht. Das ist sein Datapack oder so. Ja, die haben sich selber als Menschen gesehen, hängt die Schokolade. Mit dem Kopf im Schokoladen. Ja, genau. Genau. Sie haben sich so selbst künstlerisch gezeichnet. Und das alles ist ein Neonschild, das ich gefunden habe. Das letzte. Und das hat mir alles erklärt. Okay, gebe ich jetzt noch Fuel aus, um zurückzukommen? Ein Fuel musst du ausgeben, um zurückzukommen. Beautiful. Und komm jetzt zurück. Dann kommst du zurück und kannst nochmal in dich gehen und gucken, ja, welche Orte hast du bereist, was hast du gesehen? Liebe Versammelte und Versammeltinnen, ich kehre zurück von einer schweren Reise. Mein erster Planet hat mich so traurig gemacht. Ich habe nichts gefunden. Ich dachte fast, niemals ist diese Reise durch die Galaxie etwas für mich. Ich hätte fast die Hoffnung verloren. Doch dann
konnte ich mich aufraffen und etwas über diesen absoluten komischen Planeten rausfinden und diese komischen Warzenschweine. Die sollten wir niemals auf unserem Planeten lassen. Naja, weiter geht's. Der erste Planet war Juju 4, ne? Juju 4, Juju, more like bad Juju. More like bad Juju, more like Juju for never lassen wir die auf unserem Planeten. Mhm. Dann ging's weiter. Neu ermutigt machte ich mich auf meine Reise zum Planeten 2, der hieß Bao 4. Bao 4. Ich dachte, Juju 4, Bao 4. Ich probiere es einfach nochmal. Und dieser Planet, er war so schön, ich habe mich dort so wohl gefühlt. Und dann habe ich doch rausgefunden, dass auch auf so einem schönen Planeten auch ganz schlimme Dinge passieren können. Und dass man vor Borkenkäfern Angst haben muss, wenn sie einen köpfen wollen. Und trotzdem habe ich dort viel gelernt. Darüber, dass man vielleicht, auch wenn man gerne die Welt bereist und das die Galaxie bereist, wenn man irgendwo leben will, sollte man auch gucken, dass man da reinpasst. Und dass man nicht die natürliche Ordnung zerstört. Dann habe ich den letzten Planeten bereist. Dauka. Ihr kennt ihn alle. Der Schokoladenplanet. Oh mein Gott. Was für ein absolut abgefahrener Planet, auf den ich nie wieder in meinem Leben möchte. Schokoladenmeere, Kuhfleckenmeere. Diese Schokolade so verzaubernd und trotzdem so gefährlich. Der Schokoladendiktator hatte einfach ein paar schlechte Ideen, denn dieser Planet hätte auch anders aussehen können. Vielleicht gibt es eines Tages eine Chance fürs Universum, Schokolade ihren freien Lauf zu lassen und alles zu verändern. Danke. Das ganze Auditorium jubelt, klatscht dem kleinen. Ich habe so kleine Fiolen mit Schokolade mitgebracht. Auf jeden Fall. Verteile sie. Super. Hier, ein Test. Ja, du reichst deine kleine Schokoladenfiole dem Leiter der Akademie. Das ist eine ganz besondere. Eine ganz besondere Fiole aus dem Salted Caramel Chip See. Der Leiter der Akademie ist begeistert und nimmt dich auf. Du bist ein Teil der ätherischen Archive, Lisa. Toll gemacht. Geschafft. Das ist geschafft. Ein kleiner Goblin wie ich hat es auch mal geschafft. Ja. So ist das hier. Ich küsse mein Schiff. Toadstool. Tu dich. So und dann leck ich noch die Reste von der Schokolade von der Unterseite, wo es wie so Sea Spray auf mein Schiff gelandet ist. Super. Yum, yum, yum. Das ist ein wunderschönes Bild. Wow. Um hier die Session zu beenden. Ja, ich finde, das war super. Es hat sehr viel Spaß gemacht. So kann dieses Spiel laufen, Leute. Downloadet es gerne auf Itch. Hört euch die coole Musik an, die ihr jetzt auch hört, während ihr das Spiel spielt und schreibt vielleicht oder euch einfach selbst erzählt, was ihr für crazy Planeten entdeckt. Yes. Ich dachte noch so, kannst du kurz mal vielleicht deine Meinung sagen, Lisa? Ich dachte, man könnte eigentlich auch einen Multiplayer-Mode machen. Dass man sagt, wir spielen das zu dritt. Eine Person ist quasi für die People zuständig. So Soziologe quasi. Der andere ist Anthropologie oder so. Ja, genau so. Und der andere ist irgendwie zuständig für die Government und der nächste für den Untergang quasi. Ja, das finde ich gut. Das find ich, würde mich auch interessieren. Und dann muss man quasi, ja, dann gehen alle los gleichzeitig und würfeln und müssen dann gucken. Also, dann wäre meine Idee, man trifft sich halt wieder und sagt, okay, ich habe diese Information, wir bringen sie alle zusammen und versuchen das irgendwie zu erklären.
Wir sollen es ausprobieren. In diesem Stream. Ja. Warum nicht? Dann mache ich noch ein kleines Add-on da rein. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Goodbye, Tschüssi. Babies.